Moin Moin, was geht ab, Moin, euer FIFA-DJ hier. Und zwar habe ich mir überlegt, machst du diese mittlere Icon-SBC oder machst du sie nicht? Der Verstand sagt nein, das Herz sagt mach es. Und in der letzten hatte ich Pech, da hatte ich Raoul, hatte ich da, bei der Baby-Icon-SBC. Das ist jetzt eine mittlere und... Da jetzt zum Foot Birthday nichts Vernünftiges kam an Icons, für mich persönlich an Icons, außer Blanc, Blanc habe ich ja gemacht, habe ich mir gedacht, komm Toni, du machst jetzt so eine mittlere Icon-SBC, weil wer weiß, wann endlich mal so ein Ronaldinho oder so ein Ronaldo oder so ein Hullet kommen. Die werden erst safe, doch erst relativ spät kommen. Und wir Casual Player können sie da noch ein paar Monate zocken. Das macht ja irgendwie auch keinen Bock. Deshalb werde ich jetzt so verfahren. Ich werde jetzt hier diese mittlere Icon SBC machen und werde mir dann noch wieder von meinen Coins, die ich habe, höchstwahrscheinlich wieder Ronaldo kaufen. Ihr seht jetzt 476.000 Coins auf der Uhr, aber wenn ich jetzt meine High-Rated-Spieler und Inform-Spieler, die ich auf der Transferliste habe, noch wieder verkaufe, dann habe ich auch ganz rasch wieder... 1 Million, also ich kann mir, sag ich mal, ich könnte mir jetzt auch schon wieder Ronaldo leisten, warte jetzt aber wohl noch eine Woche ab und mache jetzt einfach von den Spielern, die ich so im Verein habe, diese Icon-SBC. Und ja, ich würde mal sagen, ja, jetzt werden einige sagen, oh, du kannst doch nicht Ibrahimovic abgeben. Doch, kann ich. Ich habe den würde ich niemals spielen, ich habe jetzt auch niemanden, mit dem ich jetzt auf der Xbox, mit dem ich jetzt ein Format aufnehme, wo man jetzt um Ibra irgendwie spielt oder so. Daher macht es für mich als RTG-Spieler überhaupt gar keinen Sinn, den im Verein zu bunkern. Also bevor da jetzt böse Kommentare kommen, du kannst doch nicht Ibra abgeben. Doch, kann ich. Genauso Gervinho. Das sind beide Spieler, die spiele ich einfach nicht. Die werde ich auch safe nie spielen. Daher kommen die weg. Zack, buff, peng. Ja, ganz klare Kiste. Und ja, dann gucken wir mal in die nächste rein. 3 Stunden später. So, da bin ich wieder. Und da machen wir jetzt... Voilà. Hallo? Ah, si, si, allora. Machen wir weiter mit der nächsten, mit der 85er. Und da haue ich mal... Da haue ich diese Spieler rein. Ich glaube... Die beiden hatte ich jetzt gekauft. Den Rest hatte ich untradable auch noch im Verein. Also wie ihr seht, ich hatte viel untradable oder beziehungsweise Erstbesitzer von den tradable Sets. Auch das schicken wir ab und wir nähern uns langsam, aber sicher dem großen finalen Da bin ich wieder. Lustig. Jetzt haben wir noch die 84er. Alter, man muss sich mal hochbewegen. Alter, das übelst lahm hier, die Server, keine Ahnung. Ich habe mir schon mal ein Stück Holz genommen. Ein Stück Holz ist schon ganz aufgeregt, so wie ich auch. Ja, ich habe mit dem hier 197 Spiele gemacht. Er hat leider die 200 Spiele nicht voll gemacht. Der gute Juan Jesus war echt eine Top-Karte. Allerdings habe ich da jetzt Blanc, Laurent Blanc. Und daher muss Juan Jesus weichen für einen höheren Zweck, für eine höhere Bestimmung. Und die schicke ich mal ab jetzt. Und dann machen wir uns mal ran an Speck. Sorry, dass es gerade so langsam ist. Aber das liegt nicht an mir. Das liegt einfach an den Servern gerade. Mittleres Icon Upgrade. Ich bin gespannt, ob wir was halbwegs Gutes ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Mist zieht, ist natürlich sehr, sehr hoch. Aber was natürlich super GAU wäre, wenn ich Sokrates ziehen würde. Oder irgendeine Icon, die ich schon habe, weil ich habe ja schon einige. Das wäre halt absoluter, Worst-Case-Szenario. So, hier ist ja eh jetzt nur Rotz drin. Also, da ist ja jetzt eh nichts Dickes drin. Das heißt, das ziehen wir jetzt schnell mal weg. Es wäre krass, wenn da jetzt mal eine Icon drin wäre, so. Aber das wäre ja zu viel des Guten. So, gucken wir mal. Gnabry, immerhin, Bayern-Spieler. Mal, wie lange das dauert, bis er öffnet, ey. Meine Güte. Auch da nichts.
dickes. Natürlich hätte ich erst die Icon SBC machen sollen und danach dann diesen Tauschstil-Spieler, weil da sind seltene Goldkarten, die sind teilweise relativ teuer da gewesen, manche. Ja, auch da gar nichts. Bamba, Junge. Bamba und dann Bamba ist sehr selten. Nee, das ist nicht mal selten. Das ist häufig, ne? Oh, wie lange lädt er denn? Vielleicht lädt er so lange, da kommt gar keine Icon am Ende raus bei mir. So, jetzt ist alles entscheidende Pack. Ich gehe doch mal raus. Und ein Stück Holz. Finnische Flagge, wa? Finnische Flagge. Oh nein. Nein, 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 nein! Nein! Verdammt doch mal und zugenäht, ey. Nein! Nein. 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 Warum? Jetzt schreibt nicht. Bitte nicht in die Kommentare. Oh, ist doch eine tolle, spielbare Karte. Nein. Nein, ist es nicht. Ist es definitiv nicht. So, jetzt gucken wir mal was nach. Ah, immerhin nicht noch. Ja. Immerhin nicht Sokrates oder so. Der soll abgegeben werden, der soll abgegeben werden. Und Inzaghi dann auch. Eins. Zwei, drei. Drei Icons, die ich abgeben werde, definitiv. Der Rest nicht. Van der Sar wäre halt auch nur eine Notlösung gewesen, sage ich mal. Ich hoffe ja, dass wenn jetzt so ein dicker Ronaldo oder so kommt, dass man da halt Icons abgeben muss oder ein Hullet. Wer weiß, wann die kommen, aber irgendwann werden sie kommen. Wir schauen nochmal, was in Zagi der Boy dann wert ist. So. Jo. Coole Aktion, Toni. Da habe ich richtig schön Verlust gemacht. Oh, ist das bitter, ey. Das ist so 50-50. Oder sagen wir mal, ein Viertel kann man da relativ gute Spieler, also sehr, sehr gute Spieler ziehen. Dicker Ronaldo, Hullet und sowas. Cruyff, Eusebio, also wirklich gute. Dann so zwei Viertel, also die Hälfte, so. Da macht man nicht wirklich Verlust, wenn man die Challenge macht. Also, wen haben wir da zum Beispiel? Ferdinand oder so. Gute Karten. Und dann kann man sowas ziehen hier. Ist auf einer Ebene mit Litmanen und wie sie alle heißen. Also. Oder was Seven da gezogen hat. Shearer und. Nee. Sorry, Jungs. Also, ich mache auch nicht noch so eine Challenge. Ich könnte theoretisch, wenn ich jetzt so alles ein bisschen ausmisten würde, hätte ich noch genug Budget, um zwei von diesen Dingern zu machen. Aber sorry. Nee. Es war jetzt einmal so, denn. Es war einmal ganz lustig jetzt. Wir haben alle gelacht. Und, nee. Bin ich bedient, bereue ich, dass ich es gemacht habe, aber es hat zu sehr gejuckt, dass man es machen will und, ja. An der Stelle bin ich raus.